20 Stückchen Marmorkuchen. Aber natürlich nicht für mich. Ich bin gespannt, wer sich mit mir auf ein gutes Tauschgeschäft einlässt. Hallo! Es gibt ein paar Stückchen Kuchen, wir kriegen einen kleinen Stein. Das machen wir doch, das kriegen wir hin. Glaubt ihr? Der da? Ja, nehmen wir den. Oh, toll. Ich habe einen Stein. Und damit Oberbürgermeister Bernd Föhringer später einen weniger. Denn zum Start der Biennale am Samstag in Sindelfingen darf jede der neuen Grundschulen dem Oberbürgermeister ein Geschenk überreichen. Aber dazu später mehr. Erstmal will ich absahnen. Die Gemeinschaftsschule im Eichholz hat für mich einen Stock übrig. Und ich leider viel zu wenig Kuchen dabei. Ein paar Meter weiter gibt's zwar kein Geschenk, dafür ein Ständchen. Halli, hallo. Wir feiern unsere Stadt. Der Kuchenritt-Song, passend zum Thema. Denn zum Auftakt des Kulturfestivals wird hier im Floschenstadion mit dem sogenannten Kuchenritt eine alte Sindelfinger-Tradition neu interpretiert. Während der Biennale gibt es in der Stadt bis Ende Juli ein buntes Kulturprogramm, darunter Konzerte, Musicals und Theaterstücke. Fast so bunt wie der Kuchen, den die rund 800 Kinder in der Mitte des Stadions bilden. Aber was hat es jetzt eigentlich mit dem Kuchenritt auf sich? Dass die Sindelfinger Müller vermutlich schon im Mittelalter eine Abgabepflicht an die Stadt hatten und diese Abgabepflicht in Form einer Kuchengabe erfüllt haben. Das heißt, sie sind einmal im Jahr in die Stadt geritten mit einem Kuchen. Heute sind es Ziegelsteine, Kräuter oder Stöcke, die der Oberbürgermeister von den Kindern geschenkt bekommt. Alles Gegenstände, die mit der jeweiligen Schule in Verbindung stehen. Im Gegenzug darf sich jede Grundschule über eine Spende der Stadt in Höhe von 500 Euro freuen. Am Ende fehlt aber noch ein Geschenk, denn Bernd Föhringer soll natürlich auch in den Genuss von unserem Regio-TV-Marmorkuchen kommen. Ja, wunderbar, da sage ich ganz herzlichen Dank, bin in der Tat schon verwöhnt von den vielen Geschenken der Kinder. War eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Den Marmorkuchen freue ich mich auch, esse ich übrigens sehr gerne. Ein Glück. Damit ist die Kuchenabgabe an die Stadt wie im 15. Jahrhundert wohl erfüllt. Zwar nicht von einem Müller, dafür aber von einem Fernsehsender.